Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Meinungsvideo zum Boruto Manga. Ja Leute, nicht im Anime, da bin ich nicht so drin, aber der Boruto Manga, den habe ich mir jetzt gegönnt, nachdem ihr mir mehrfach in den Streams gesagt habt, Kev, ganz ehrlich, liest doch mal den Boruto Manga, hast du den überhaupt gelesen? Ich hatte ihn lange Zeit gelesen, ich werde euch gleich mal so meine Eindrücke und meine Story so ein bisschen mit dem Boruto Manga erzählen und dementsprechend haben wir uns das Ganze in den Streams mal angeschaut. Ich habe live drauf reacted, falls ihr weitere Live-Reactions sehen wollt zu Boruto, My Hero Academia, Attack on Titan, Black Clover, One Piece, gerne mal unten in der Videobeschreibung abchecken, der Link zu meinem Twitch-Kanal, dann verpasst ihr das Ganze nicht mehr, das gibt es nämlich eigentlich jede Woche und ja, da habe ich mir das Ganze dann mal reingezogen auf eure Empfehlung. Ich habe damals ja den Boruto-Manga abgebrochen, ungefähr bei Kapitel 23, 24, bin aber selbst ein riesiger Naruto-Fan und die, die in meinen Streams schon öfters dabei sind, die wissen das auch, ich habe Naruto-T-Shirts, ich habe Naruto damals, als ich noch zur Schule gegangen bin, bin ich nachts bis 3, 4 Uhr wach geblieben, obwohl ich am nächsten Tag Schule hatte und habe auf die Spoiler gewartet, weil ich wissen wollte, ob der vierte Hokage, ob Narutos Vater endlich vorkommt in einem dieser Chapter. Ich weiß gar nicht mehr, welches Chapter das damals gewesen ist, aber solche Sachen waren das damals bei mir. Bin also ein Riesenfan des Naruto-Franchise und Boruto gehört da natürlich auch zu. Nichtsdestotrotz ist Boruto auch wieder so ein Special-Ding, sage ich jetzt mal so. Ja, da werden wir uns das Ganze jetzt mal reinziehen. Ich werde euch hier meine Meinung zu dem Ganzen sagen. Ich sage euch aber auch, Leute, das hier wird natürlich Spoiler enthalten. Das heißt, falls ihr nur den Anime schaut von Boruto, dann werdet ihr hier natürlich gespoilert. Ich werde das Ganze versuchen, sehr oberflächlich zu halten, aber nichtsdestotrotz werdet ihr gespoilert. Sei nur am Anfang gesagt. Meine Meinung zum Boruto-Manga gibt's jetzt. Also Leute, der Boruto-Manga fängt ja leider sehr unrühmlich an, wie ich persönlich finde. Die ersten 10 Kapitel des Boruto-Mangas sind quasi einfach nur eine Readaption des Boruto-Films. Und den Film haben wahrscheinlich die meisten von euch gesehen. Klar, es wurden einige Sachen anders gemacht. Es wurden vor allem auch Momoshiki, das Design wurde ein bisschen abgeändert. Aber alles in allem ist der Film und auch der Arc, den wir im Manga haben oder auch im Anime, ist relativ ähnlich. Also da sind sehr, sehr kleine Unterschiede, abgesehen von dem Karma, was Boruto am Ende von dem Arc auf der Hand hat, ist eigentlich gar nicht so viel anders gemacht worden, finde ich persönlich. Aber daher will ich da auch gar nicht groß drüber reden. Waren 10 Chapter, waren 10 Monate, die man auch mal so sagen muss, weil jeden Monat kommt ja nur ein Boruto-Chapter raus. Dementsprechend ist das natürlich auch eine, naja, nicht ganz so geile Sache gewesen für Leute wie mich, die das Ganze damals monatlich gelesen haben. Denn wir haben uns gedacht, schön, dass die hier einen Manga zum Film machen. Das brauche ich aber nicht, ich habe den Film schon gesehen. So war das nämlich damals. Danach kommt dieser Bandits-Arc, ich nenne ihn jetzt einfach mal nur Bandits-Arc, der, ja, 5 Kapitel hat. Und auch diese 5 Kapitel sind 5 Monate, darf man nicht vergessen. Und ja, dieser Arc ist natürlich das erste, was wir so bekommen, was frisch ist. Was frisch ist für die Naruto-Boruto-Welt, ist das natürlich das erste Frische gewesen. Aber aus meiner Sicht, das ist meine Meinung, Leute, ist es nach wie vor scheiße langweilig gewesen. Alleine, dass Boruto den Bodyguard spielen muss für diesen Schnöseljunge, das ist einfach absolut langweilig gewesen für mich. Ich kann es nicht anders sagen, Leute. Und ich habe es wirklich null genossen. Ich sehe natürlich, dass da eine gewisse Relevanz drin ist für die Zukunft des Boruto-Mangas, also was später noch passiert, gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz fand ich diesen Arc damals auch stinklangweilig und habe mir gedacht, geil, ich habe jetzt 10 Monate gewartet. Ich habe mich 10 Monate durch diesen Film quasi in Manga-Form gekämpft, den ich schon über ein Jahr gekannt habe. Habe ich mich jetzt 10 Monate durchgebissen, nur um das zu bekommen. Und klar, Leute, da könnt ihr euch vorstellen, ist man nicht so begeistert von, waren die meisten aber auch nicht begeistert von. Also es bin nicht nur ich gewesen, das waren vielleicht auch einige von euch, die das Ganze damals noch monatlich verfolgt haben. Danach kommt aber so der erste Lichtblick, will ich sagen, der sogenannte Ao-Arc, also das heißt, wo wir einen Charakter wiedersehen, den wir ja schon aus Naruto gekannt haben. Ao, der Typ, der das Byakugan auf einem Auge hatte, aus dem Wasserreich, der Typ hat da so ein gewisses Spotlight gehabt und das war auch so das erste Mal, dass ich so gewisse Naruto-Vibes bekommen hat. Und ja, ihr werdet jetzt vielleicht sagen, Kev, du musst da nicht rangehen und sagen, du willst Naruto-Vibes haben, das ist Boruto, das ist ein eigenständiges Ding. Ja und nein, Boruto ist halt eine Fortsetzung von Naruto und Boruto wäre nicht so beliebt, wie es ist, wenn es vorher nicht Naruto gegeben hätte. Punkt aus Ende. Da brauchen wir meiner Meinung nach nicht großartig drüber reden und die meisten von euch oder fast alle von euch, die Boruto lesen, lesen es nicht, weil sie sich gedacht haben, oh cool, da gibt es so ein Anime oder so ein Manga, der ist Boruto, sondern die meisten von euch werden schon Naruto geschaut haben und werden deshalb auch Boruto weitergeschaut haben. Ja, es gibt den einen oder anderen, die sagen, oh, Boruto's dead. Geil, Naruto. Ihr wisst, was ich meine, die Jokes werden da leider auch nicht alt irgendwie. Ja, deswegen der Ao-Arc auch cool gewesen, aber der hat mich damals auch noch nicht aus den Socken gehauen. Und das war auch der Grund, weshalb ich das Ganze damals so gedroppt habe. Es ist der erste Monat vergangen, der zweite Monat. Ich habe mir gedacht, okay, ich habe jetzt 2, 3 Monate im Manga schon nicht gelesen, scheiß drauf, ich warte noch ein bisschen. Was ist draus geworden, Leute?
naja, es sind so, glaube ich, 2 Jahre raus geworden, die ich den Boruto-Manga nicht gelesen habe. Ich habe den Boruto-Manga nämlich damals bei Kapitel 23, 24 ungefähr gedroppt. Und dementsprechend habe ich genau da angefangen, als ich meine Live-Reactions gemacht habe. Und was ich euch sagen kann, Leute, und darauf warten auch die meisten von euch, ja, wahrscheinlich hier in diesem Video, Leute, ich bin absolut begeistert gewesen. Also ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, was passiert ist zwischen diesen 3, 4 Kapiteln, die da waren. Ich weiß nicht, was da auf einmal passiert ist. Ob sie sich auf einmal hingesetzt haben und gesagt haben, ich glaube, bisher war es nicht ganz so geil und war es ein bisschen scheiße langweilig. Ich glaube, wir sollten jetzt mal auf die Kacke hauen. Und Leute, der Boruto-Manga ändert sich einfach in dem Moment, wo Kawaki kommt. Man muss Kawaki als Lichtsäule sehen. Wirklich, Leute. Und ich will hier auch mal so einen kleinen Vergleich machen zwischen Boruto Kawaki, Naruto Sasuke und euch sagen, warum ich tatsächlich, ich als Hardcore-Naruto-Fan der alten Generation, der alten Leute, sage ich jetzt mal so, warum ich sage, mir gefällt die Chemie, die Boruto und Kawaki haben, jetzt schon fast besser als bei Naruto und Sasuke. Ich vergleiche aber das Ganze auch hier auf Stand von Naruto Classic. Das heißt, Boruto und Kawaki sind ja auch erst relativ frisch hier beisammen, sind auch beide noch jünger, ähnlich wie es Naruto und Sasuke auch in Naruto Classic waren. Und Leute, was soll ich euch sagen? Während Sasuke in Naruto Classic dieser edgy Boy war, der mal da saß, ich werde meinen Clan retten und mein Bruder, ich werde sie alle rächen und niemand kann mir dabei helfen, ich bin ein Einzelgänger, ist Kawaki eher so der Typ, der sagt, ja, ich bin auch edgy, ich bin auch so einer, der sagt, ich mache den Einzelgänger. Aber im Unterschied zu Sasuke, finde ich persönlich, ist Kawaki dieser edgy Einzelgänger, weil Kawaki sich denkt, jeder will mir was, jeder könnte mein Feind sein. Und auch wenn Leute bei mir sind, werden die darunter leiden, dass sie bei mir sind. Ja, Kawaki macht sich, das lässt er so natürlich nicht nach außen kommen so richtig, macht sich auch Sorgen um andere, später lässt er es nach draußen kommen, weil er sagt, ey, die wollen doch eigentlich nur mich. Aber er hat so eine gewisse Schutzfunktion. Er hat nicht dieses Rache-Ding, sondern er hat dieses, ich will niemanden zur Last fallen und ich kann auch niemandem vertrauen. Währenddessen hat Sasuke damals in Naruto Classic eher so gehandelt, ey, alle wollen mir helfen, jeder ist hilfsbereit und jeder will mir helfen, aber ich bin edgy, ich muss das alleine machen, ich muss ganz alleine meinen Clan rächen. Das finde ich bei Kawaki alleine schon besser und das war so ein Ding, was ich bei Sasuke damals auch nicht so gemocht habe, weil ich mir gedacht habe, ganz ehrlich, Junge, du hast Leute, du hast Freunde, die dir helfen wollen, lass dir doch helfen. Und das hat Sasuke sehr lange nicht angenommen in Naruto. Ach, Mann, Leute, wenn man sich gesamt Naruto anschaut, dann sieht man das eigentlich ganz, ganz gut. Ähnlich verhält es sich mit Boruto, weil Boruto ist natürlich ein anderer Charakter als Naruto. Naruto war ein Vollidiot, der aber das Herz am rechten Fleck hatte. Er war ein absoluter, wir brauchen nicht drüber reden, Leute. Gerade Naruto Classic, Naruto ein absoluter Vollpfosten. Er ist ein Vollpfosten, ein Idiot gewesen, aber ein liebenswerter Idiot. Während Boruto halt dieser am Anfang verwöhnte Schnöselbengel ist, der eigentlich alles hat und dann so tut, als wenn niemand Zeit für ihn hat. Er hat halt andere Probleme als Naruto, aber auch Boruto macht einen sehr, sehr guten Charakterwandel, wodurch er besonders, Leute, ab dem Punkt, wo Kawaki vorkommt, ist es einfach so gut, weil Boruto und Kawaki so eine geile Chemie zusammen haben. Finde ich persönlich, gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Die beiden, wie sie Rivalen sind, aber sie sind im Gegensatz zu Naruto und Sasuke, ist das nicht so dieses Schema, was Sasuke lange hatte, dass er auf Naruto runtergeschaut hat, sondern es ist eher so, dass Kawaki ein ja, helfender Rivale ist, der Boruto auch helfen will. Wie kann er Karma kontrollieren? Dass die beiden sich natürlich dissen und gerne mal Sprüche drücken. Ist da, ist cool, ist geil gemacht. Wirklich, und das gefällt mir mega und das ist ja auch nach dem aktuellen Stand nochmal deutlich besser geworden. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut hier, die Chemie zwischen denen. Dafür muss ich aber sagen, Nebencharaktere bei Boruto stinken sehr ab. Also Konohamaru, absolute Enttäuschung. Und dann auch die ganzen neu eingeführten, die Kinder der anderen, sage ich jetzt mal so, auch alle für mich sowas von austauschbar, braucht man absolut nicht. Dafür Naruto und Sasuke sehr, sehr stark. Und auch viele der neuen Charaktere, der Antagonisten gerade sehr, sehr stark. Mir gefällt Kashin Koji, mir hat Jigen gefallen. Und natürlich jetzt Ishiki auch als Antagonist, sehr coole Sache. Wollte ich nur mal hier erwähnt haben overall. Wir haben wie gesagt diesen Kawaki-Kara-Arc dann. Ich bin so ein bisschen abgeschweift, weil ich so ein bisschen gefanboyt habe darüber, wie toll oder wie gut mir Kawaki und Boruto in der Chemie hier als Charaktere gefallen. Der Kara-Kawaki-Arc dementsprechend sehr, sehr gut, obwohl am Anfang der Arc irgendwie nur so eine Vase hatte. Ja, da geht es darum, dass eine Vase aufgebaut wird, Leute. Ja, dass Kawaki eine Vase wieder zusammenbaut. Und alleine das hat für den Charakter so viel getan, Leute. Und auch wie Boruto sich verhalten hat, war so großartig, dass ich mir gedacht habe, wie kann das sein, dass ein Arc, wo es so ein Mini-Arc, sage ich jetzt mal, wo es darum geht, eine verkackte Vase aufzubauen. Wie kann es sein, dass dieser Arc mir besser gefällt als alles andere, was die anderen 25 Kapitel von Boruto davor gemacht haben? Wie kann das sein, dass mir das besser gefällt?
Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe das noch nicht mit mir selber im Reinen gebracht, wieso das so ist. Aber ich fand es großartig. Ihr fandet es, das habe ich im Stream ja gesehen, auch großartig. Und das Ganze geht natürlich in die richtig heftig nice Entwicklung. Wir sehen natürlich auch, und das ist vielleicht auch so mit einer der Gründe, wir sehen deutlich mehr Action von Sasuke und von Naruto. Die beiden werden viel essentieller. Es wird gezeigt, die beiden sind natürlich das Nonplusultra. Sie sind in der Welt die, die natürlich am stärksten sind. Sie sind stärker als die anderen Kage und damit sind die auch das Maß aller Dinge. Und die beiden waren auch lange Zeit der Grund, weshalb viele Angst haben, weshalb viele gesagt haben, ganz ehrlich, Boruto, das kann doch nur langweilig werden. Wenn irgendein Gegner kommt, Naruto, Sasuke, die regeln das. War auch lange Zeit so, klar Leute, war auch lange Zeit so, aber spätestens seit Jigen-Ishiki ist das nicht mehr so, weil hier selbst Sasuke und Naruto, dass die beiden richtig auf die Fresse kriegen. Und gerade die letzten Chapter, Leute, die haben ja sowas von auf den Sack gekriegt. Und auch schon davor gab es ja Chapter, wo Naruto gegen Jigen gekämpft hat, da hat Naruto auch auf die Fresse gekriegt. Leute, das ist, es klingt blöd, aber es ist schön anzusehen, dass diese super starken Charaktere auf die Fresse kriegen. Auf der anderen Seite ist das beängstigend, weil man sich fragen muss, wenn die schon auf die Fresse kriegen, wie sollen die Kurzen das machen? Ja, wie sollen das Kawaki und Boruto später regeln? Wie sollen die das machen? Natürlich, das Karma auf deren Hand und die Fähigkeiten, die das Ganze mitbringt, das wird natürlich Dreh- und Angelpunkt werden und wird die beiden Charaktere stärker machen. Wir haben ja schon gesehen am Ende, oder was heißt am Ende? Am Anfang von Boruto, erste Folge, erstes Chapter, erstes Bild. Ja, da haben wir es ja schon gesehen, worauf das Ganze hinausläuft. Super interessant, gerade die Sache mit dem Karma, dass diese Momoshiki, dass Momoshiki und auch Ishiki, dass die sich immer quasi wieder beleben können, solange sie das Karma verpflanzen. Die Otsutsukis richtig stark. Auch hat irgendwie Kaguya, der Endboss vom normalen Naruto, hat irgendwie nochmal ein bisschen mehr Gewicht gekriegt, dadurch, dass sie ja eigentlich so ihr eigenes Ding durchgezogen hat, ohne Ishiki, weil eigentlich sind die Otsutsukis immer im Paar unterwegs. Und sie war das unterlegene Teil oder der unterlegene Teil in diesem Paar und Ishiki musste sich da so ja seinen Weg bahnen, um jetzt in Boruto groß zu werden. Wie gesagt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch das aktuelle Geschehen gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt will ich zum Schluss dieses Videos aber nochmal natürlich über etwas reden, was viele von euch vom Boruto-Manga abschrecken wird, gerade wenn ihr den von Anfang an lest. Und das ist der fucking Artstyle, Leute. Der Artstyle. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Leute. Aber ihr seht es ja jetzt hier schon ganz, ganz gut, wie Sasuke am Anfang von Boruto aussah. Sah einfach aus wie Snape aus fucking Harry Potter, Leute. Und könnt ihr mir nicht erzählen, dass euch das nicht auch abgefuckt habt? Dass ihr euch nicht auch gesagt habt, Leute, wie sieht das aus? Sarada sieht zwischenzeitlich auch aus wie so eine kleine, ja, entschuldigt, dass ich das so sage, wie so eine kleine Bordsteinschwalbe. Und die ist 12, 13 Jahre alt. Keine Ahnung, was sich dabei gedacht wurde. Das ändert sich zum Teil so mit der Zeit. Aber nichtsdestotrotz, Artstyle in Boruto, lange Zeit ein richtig großes Problem gewesen. Hat sich aber, wie ich finde, sehr, sehr gut geändert. Das heißt, wir haben im Laufe der Zeit eine aber absolut drastische Steigerung des Artstyles gesehen vom Boruto-Manga. Und der sieht mittlerweile so aus, wie wir das vom Naruto-Manga gewohnt waren. Ja, vielleicht ein klitzekleines bisschen schlecht, aber wirklich nur ein Hauch, dass du es schon fast gar nicht merkst und das ist da im Meckern auf hohem Niveau. Daher, Leute, lasst euch nicht abschrecken vom Artstyle. Schaut am besten einfach den Anime, was das angeht, was die ersten, ja, wie viele Kapitel sind es, die schon im Anime adaptiert sind? 15 Kapitel sind insgesamt adaptiert im Anime. Ja, das heißt, die Leute werden unten im Kommentarbereich schreiben können, welche Folgen adaptieren, welche Kapitel, dass ihr da mal reinschauen könnt. Da braucht ihr euch diese, in Anführungsstrichen, nicht ganz so geilen Zeichnungen nicht reinziehen und könnt direkt irgendwie ab den, ja, besseren Kapiteln anfangen. Ich persönlich kann euch das nur empfehlen. Boruto wirklich von ganz, ganz unten. Wirklich, es war für mich, meiner Meinung nach, damals, vor allem vor 2 Jahren ungefähr, war Boruto für mich ein absoluter Flop, dass ich gesagt habe, nee, das kommt 0% an das Werk Naruto ran. Ist so deutlich schlechter, dass ich das selber auch gedroppt habe. Und es ist so hochgegangen, Leute. Und ich kann euch einfach nur sagen, gerade ich, als jemand, der 2 Jahre das gedroppt hat, weil er so enttäuscht war, kann ich euch gerade die Empfehlung geben, gönnt euch den Boruto-Manga, falls ihr es noch nicht getan habt. Er ist sehr gut strukturiert. Es sind coole Kämpfe dabei, Charakterentwicklung ist dabei. All das, was für mich sehr wichtig ist. Daher gönnt euch den Boruto-Manga, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Ja, Leute, es wird wahrscheinlich jetzt auch eine Review zum nächsten Boruto-Chapter geben. Ich guck mal, wie das Ganze bei euch ankommt. Mache ich, wie gesagt, von euch abhängig. Das heißt, wenn ihr mehr Boruto-Videos auf diesem Kanal haben wollt, es wird wahrscheinlich nur ein Review-Format geben. Es wird kein Analyse-Format von Charakteren geben. Zumindest ist es aktuell nicht geplant. Außer die Nachfrage ist so heftig, dass sich das lohnen würde. Ansonsten würde ich das aber ungern machen. Könnt ihr das Ganze gerne supporten, indem ihr hier schon Däumchen drauf da lasst, indem ihr hier schon Abo da lasst, all sowas könnt ihr da supporten, Kommentare supporten, auch immer eure Meinung generell zu Boruto. Wie ist eure Meinung? Schaut ihr zum Beispiel nur den Anime und habt euch aus irgendeinem Grund bis hierhin in gewisser Art und Weise spoilern lassen? Gerne auch dazu eure Meinung in die Kommentare schreiben.
Also meine sozialen Medien sind auch noch unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr auch noch dran vorbeigehen und mal reinschauen. Ich wünsche euch an dieser Stelle jetzt wie immer noch einen wunderschönen Tag, Leute. Ich sage ciao und tschüss und hoffe, wir sehen oder hören uns spätestens im nächsten Video wieder.